Ace. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir, Ace the Grand. Wie ihr hier schon im Hintergrund sehen könnt, oder zumindest jetzt hier oben erhaschen könnt, geht es wieder voran, und zwar mit dem Projekt Comeback. Das heißt, ich hatte Glück, wir haben uns damals den Namen des Ninjas gesichert und so langsam startet das Projekt des Ninjas, also er wird jetzt hochgelevelt. Das heißt, es wird auf jeden Fall auch noch ein zweites Video geben. Das hier wird nur ein Let's Play sein, wo wir uns ein bisschen über das Thema unterhalten. Dann wird es noch eine Kurzversion des Ganzen geben, die für die Leute mit der rosaroten Brille sind. Also, um ehrlich zu sein, ich kann noch nicht sagen, was jetzt genau mit dem Char passiert. Also, primär ist das Ziel natürlich, ihn erstmal zu leveln. Das heißt, es ist kein besonderes Level geplant jetzt. Er wird einfach gelevelt. Nebenbei bin ich halt am gucken, dass ich dann die Skills hochziehe. Also ich habe als erstes natürlich geguckt, dass Hinterhalt natürlich auf 17 umspringt, was natürlich jedem klar sein sollte und wichtig ist. Dann werde ich jetzt gucken, dass ich vor allem Verwandlung auch hochkriege, da halt Ninja eine richtig gute Klasse für Verwandlungen ist. Equipment-technisch ist hier gar nichts Besonderes drauf, also stand jetzt gerade, ich glaube, Zero, was irgendeinen Wert hat. Also auch das hier sind alles Lappalien. Das sind halt jetzt so ein paar Sachen, die auf dem Weg gedroppt wurden. Gut, der Kriegskeller hat ein bisschen Wert, den habe ich da zwischenzeitlich draufgelegt, halt als Ride-Mount. Und ja, ich bin jetzt bei Level 51 und 61,62%. Also theoretisch geht es in diesem Level natürlich auf jeden Fall noch sehr, sehr schnell. Ich habe jetzt kein Doppel-XP, aber ich halte es auch nicht unbedingt für nötig. Ich werde halt gucken, dass ich mit Boss Basti den ein wenig hochlevel jetzt nach und nach noch. Und ich glaube, wenn ich dann so um Level 61 bin, werde ich dann gucken, dass dann auch wieder alleine gelevelt wird. Vor allem, ich habe die Vorteile hier bei dem Char, ups, falscher Knopf, dass ich hier noch die Junghelden-Waffe habe ich noch offen. Das heißt, wenn ich in dem Levelbereich bin, also ich werde mir einmal mit 59 natürlich einmal die Junghelden-Waffe wieder abholen. Und dann halt gucken, dass der Char weiter levelt. Weil bei Boss Basti bin ich halt jetzt dabei. Ich level zurzeit halt einfach mit dem Schrottform S. Ich habe eine Früchtmaske, die Rüstung ist, naja, geht so. Das Schild ist okay. Das TP-Armband, was wir im Laufe des Hochlevels gedroppt haben. Ich habe einmal 20 untote Ohrringe gedroppt und die 2k TP, 2 XP-Bonusschuhe habe ich auch gedroppt. Das sind die Sachen, womit ich halt zurzeit Level, das reicht ja auch vollkommen, also hier brauche ich mich über nichts beschweren. Ich hätte auch Ebis 9, ich habe jetzt nur keine Kette draufgelegt, ich habe zwar Ketten, aber es kommt letztendlich auch nicht auf die Kette an. Aber auch hier bin ich am überlegen, was ich glaube ich oben hier in der über Info einmal verlinken werde, vielleicht als kleine Abstimmung, heißt nicht, dass das dann die finale Entscheidung ist, aber dass ihr, ach nee, nicht Gilde, sondern dass ihr einmal mit abstimmt. Also das sind jetzt die Skills, die ich bis jetzt habe. Ich habe halt Aura noch gar nicht hoch gelesen, kein einziges Buch. Ich habe Kampfrausch auf 17, habe zwar schon ein paar BDVs verwendet, aber hat bis jetzt noch nicht geklappt. Bergbau ist auf 2, das ist auch nichts Besonderes. Verwandlung auf 5, das einzige was wirklich nicht schlecht ist, ist halt Pferderufen 60%. Und ja, das hier ist auch wieder nichts Elementares, genauso wie Combo. Die Bücher habe ich und das wäre schnell wieder da. Die Frage ist, ob man, weil ich hier halt keine Junghelden-Waffe mehr habe, ob man anstatt, dass man sagt, man guckt halt, dass man jetzt ein ordentliches Form S für den Char kriegt, ob man den vielleicht dann wieder ein bisschen höher zieht. Das heißt, ich meine, mit 70 gab es ja noch eine Junghelden-Waffe, dass man ihn halt auf 70 zieht und dass man dann sagt, man schiebt einen neuen 61er-Farmer hinterher. Ich glaube, das macht am meisten Sinn auf jeden Fall. Das ist zumindest so mein Gedankengang zu dem Ganzen. Ja, und ja, ich weiß gar nicht, ob DT jetzt unbedingt am schnellsten ist, aber DT muss ich halt auf jeden Fall nicht zugucken. Das heißt, ich muss nicht halt aktiv leveln in dem Sinne. Autojagd reicht, ohne dass ich mir halt Autojagd kaufen muss. Von daher ist das soweit sehr zufriedenstellend dann für mich. Davon kann ich gerade nichts lesen. Ja, also ich denke, so wird das halt jetzt vorangehen auf diesem Char.
Und dann hoffe ich halt, dass es dann irgendwann quasi das Comeback der Legende gibt und ich dann wieder ein bisschen PvP mit meinem Ninja machen möchte. Also mein Ninja soll hauptsächlich dann irgendwann jetzt auch dann der PvP-Char werden halt, wenn ich PvP mache ein bisschen, was natürlich nicht mehr in dem Bereich kommen wird, wie das halt früher war, alleine weil ja früher unglaublich viel Geld in meinem Charakter war. Neben Spielzeit und allem anderen war halt auch unglaublich viel Geld in dem Equipment mit fast null, jeder einer Death mit 10 HM oder Triple Death halt für Open PvP. Ich glaube nicht, dass nochmal ansatzweise in die Nähe komme davon. Aber ja, man kann sich halt überraschen lassen. Ich will halt nicht zu viel versprechen, was man nachher nicht halten kann. Lieber so ein bisschen ruhig angehen lassen und wenn dann nachher on top was kommt, was man nicht erwartet hat, ist das auch cool. Jeder okay, wird jetzt den Mädchenstein da hinten downhauen. Ja, das ist quasi jetzt erstmal das, was ich euch zu dem Char jetzt nochmal mitgeben wollte. Und jetzt kommen gleich noch ein paar andere Sachen zum anderen Thema. So, da Lukas unser Pferd sterben lassen hat, muss ich erstmal ein Kraut des normalen Affen suchen. Möchte natürlich mit den PQs weitermachen. Geht denn das? Doch, er ist auf 11. Doch, die haben es im Inventar. War eigentlich falsch, oder nicht? Nein. Jetzt ein Kampfcall, warum kann ich den denn jetzt nicht mehr verbessern? Stehe auf dem Schlauch, Sekunde. Also irgendwie konnte ich jetzt nicht rausfinden, ob ich zu doof bin. Normalerweise muss man doch nur zum Schmied gehen, zum Stallburschen gehen und es geht. Aber keine Ahnung. Noch 17 Eiskugeln. Das heißt zumindest etwas Spielfortschritt. Vielleicht hat das aber auch irgendwas damit zu tun, dass ich das Pferd eben erst wieder belebt habe. Aber vielleicht bin ich auch einfach zu doof. Vielleicht war es auch sehr peinlich und ich habe irgendwas gemacht. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ja gut, was gibt es hier sonst? Sonst gibt es hier eigentlich nicht viel Besonderes zu berichten. Ja, Furcht wird halt jeden Tag gelesen. Ist aber jetzt stand jetzt noch nicht im neuen, kann aber auch noch nicht wieder lesen. Sobald dann Furcht endlich auf G1 ist, können wir dann damit starten, Furcht P zu machen. Das denke ich, wird dann auch gar nicht so lange dauern. Wie viel? Noch 3200 Drachenmünzen. Vielleicht sollte man auch Echsen. Ich werde das auch mal in die Infobox reinmachen. Was ihr meint, ob man Echsen sollte oder ob man noch diese 10, 15 Tage abwarten sollte, bis es eh dann von alleine auf die 1 ist. Hier hat gerade irgendein lustiger Kommandanten gespawnt. Alle hier Shops auf Map 1 sind down. Naja. Ja, gut. Zur Info einmal noch für alle. Womit ich das Video jetzt abschließen möchte. Es wird entweder jetzt gleich noch in der Endcard oder halt dann verlinkt zwei Videos geben. Ich werde einmal noch ein Video machen für die Leute mit der rosaroten Brille und vielleicht auch für mich das Wunschdenken. Rückkehr einer Legende werde ich noch ein kleines Video zu machen zu dem Char Aesebrand. Und ich werde ein CSGO-Video Matchmaking
zusammengeschnitten ein Matchmaking laden, weil ich dazu eine Let's Play-Reihe doch auf diesem Kanal veröffentlichen möchte. Weil zur Erklärung für mich, dies hier ist ein Gaming-Kanal, wenn mir auch klar ist, dass die Metin2-Community recht klein ist und es wenig bis gar keine Spiele gibt, die so wie Metin2 sind, ist mir das hundertprozentig klar, dass gerade auch schon Ego-Shooter ein deutliches anderes Genre ist, aber wenn ich jetzt zum Beispiel Bastelvideos machen würde oder ich würde zeigen, wie man so einen PC zusammenbaut mit Wasserkühlung oder so, dann könnte ich verstehen, dafür einen eigenen Kanal zu machen. Aber ich finde, Gaming bleibt Gaming und daher möchte ich auch, wenn mir klar ist, dass das wenige Leute interessieren wird, auch auf diesem Kanal andere Gaming-Videos bringen. Aber Stand jetzt wird das erstmal so sein, ihr werdet immer zu einem anderen Gaming-Video auch ein Metin2-Video dazu kriegen. Das heißt, ihr kriegt ein Video mehr und nicht ein CSGO-Video, was ein Metin2-Video ersetzt. Das heißt, ihr gewinnt ein Video und wenn es euch nicht gefällt, braucht ihr es hier letztendlich nicht gucken. Ja, das war's dann zu dem Thema. Und ja, schaut vielleicht in die anderen beiden Videos rein und viel Spaß und bis demnächst, euer Ace.